Würde ich gern machen. Das Problem ist, dass ich momentan um 4:30 vor der Arbeit rauskomme. Wenn das der Fall ist, dann ist es stockfinster und deswegen kann ich jetzt eigentlich kein Fokker ins Heimfahrt-Video drehen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil man mich nicht sieht. Wobei jetzt natürlich sehr viele sagen, doch, gerade dann macht es Sinn. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich war gerade beim André, haben wir Electric Frühstück News gemacht und jetzt bin ich auf dem Heimweg nach zu Hause, was im Endeffekt ja fast ist wie ein kleines Fockerchens Heimfahrt. Ich habe in den Kommentaren gelesen, sollten wieder mehr Fockerchens Heimfahrt kommen. Würde ich gern machen. Das Problem ist, dass ich momentan um 4:30 vor der Arbeit rauskomme. Wenn das der Fall ist, dann ist es stockfinster und deswegen kann ich jetzt eigentlich kein Fockerchen ins Heimfahrt-Video drehen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil man mich nicht sieht. Wobei jetzt natürlich sehr viele sagen, doch, gerade dann macht es Sinn. Ja, ja, ist recht. Ja, was wird in dem Video jetzt sein? Ich fahre jetzt von Regensburg nach Hause, das sind um die, keine Ahnung, wie viele Kilometer, 90 sowas. Was werde ich besprechen? Und zwar bin ich heute, man sieht es, mit einem anderen Fahrzeug unterwegs. Und ich sehe gerade, dass das ihr irgendwie gar nicht so richtig easy ausschaut. Jetzt glaube ich, ist es klarer. Ja. Und zwar bin ich heute mit dem Kona unterwegs. Meine Frau lässt mich ja kaum mit dem Auto fahren. Die Frau hat einfach Geschmack, das sieht man ja an mir. Ich werde heute die Tops und Flops vom Kona sagen und zeigen, aufzeigen. Es ist nicht alles gülden, was glänzt, aber sehr vieles gülden, was glänzt. Es gibt sehr viele gute Sachen, es gibt aber auch ein paar Sachen, die mir persönlich nicht so gefallen, beziehungsweise, ja, ich finde es jetzt nicht ganz schlimm, aber sie sollen ja trotzdem erwähnt bleiben oder erwähnt werden, weil viele Leute oder einige wollen sich vielleicht das Auto zulegen. Und deswegen informieren Sie sich vorher, eventuell mit diesem Video. Ja. Fangen wir mit den Flops an. Also Flops in Anführungszeichen. Es ist nichts Gravierendes, aber einfach die Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Habe ich jetzt Vorfahrt oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Schaut so aus. Jawohl, habe ich. Danke. Ja, wenn ein Ausländer, also AS, in Regensburg in der Großstadt rumfährt, dann ist es einfach, ja, wenn ein Dorfler in die Stadt kommt, ist es einfach immer gefährlich. Negativ finde ich zum Beispiel das Platzangebot vorne. Und zwar nicht, weil das Platzangebot selber schlecht ist, das ist es wirklich nicht, sondern es wird künstlich schlechter gemacht, als es ist. Und zwar durch diese riesengroße Mittelkonsole. Ich blende hier nochmal die Mittelkonsole ein. Ein riesen Batzen, den man eigentlich überhaupt nicht braucht, vor allem weil unter der Mittelkonsole jede Menge Platz ist und man eigentlich diesen Platz herschenkt. Ich komme immer ein bisschen mit dem Knie an, wenn ich so gemütlich fahre. Ich bin jetzt nicht der Größte, aber scheinbar auch kein Sitzzwerg. Und mich engt diese riesen Mittelkonsole ein, die könnten es weglassen. Diese Knöpfe, die da verbaut sind, könnte man intelligenter platzieren, ist so, mit so einer kleinen Konsole, die ein bisschen über diesen Mittel-Armlehne im Endeffekt noch ein bisschen drüber hinausgeht, vielleicht so 10 cm und dann hätten wir hier mehr Platz. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, dann, wenn jetzt hier nichts wäre, dann könnte ja das Zeug, was da am Fuß Bereich hingelegt werden, hin und her rollen und dann eventuell auf die Pedale oder unter die Pedale kommen. Naja, das kann man schon lösen mit so einem kleinen Absatz. Also ich weiß jetzt nicht, die Mittelkonsole, sie brecht jetzt einfach nicht. Also die Klimatisierung könnte man auch ganz normal anders lösen, aber das finde ich jetzt ein bisschen doof. Die Kamera wackelt hier, weil ich das provisorisch angebaut habe. Sorry dafür, aber es wird jetzt nicht so viel werden.
weiterer Punkt ist, hinten das Platzangebot ist schon einiges schlechter als beim Soul. Es ist ja, ja für uns völlig egal, weil wir fahren so gut wie nie zu viert. Und es geht gerade weiter scheinbar. Ah ja, okay, es geht gerade weiter. Wir fahren nie oder so gut wie nie zu viert, sind aber schon mal zu viert gefahren, aber es geht schon. Aber beim Soul EV ist das Platzangebot besser hinten. Eine vierköpfige Familie muss den schon Probe sitzen. Das müssen wir schon mal sagen. Unbedingt vorher mal reinsetzen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Der neue ist hinten genauso klein wie der. Und man sollte da schon mal Probe sitzen. Mit einem Kind wird es eng, mit zwei Kindern wird es noch viel enger, vor allem weil der Kofferraum ziemlich klein ist. Das habe ich auch als Punkt, das kommt gleich als nächster. Der Kofferraum ist auch nicht besonders groß. Für uns völlig ausreichend zum Einkaufen, selbst wenn wir zwei jetzt in Urlaub fahren würden. Aber für eine drei- oder vierköpfige Familie wird es schon eng. Deswegen nicht blind kaufen, sondern unbedingt vorher mal Probe sitzen, unbedingt vorher mal ausprobieren, inwieweit dass man hier das Gepäck oder die Kindersitze oder den Kinderwagen reinbringt. Wie gesagt, unbedingt erst ausprobieren. Das mache ich schon gescheit, weil es nervt. Ja, jetzt auf der Autobahn wird es dann besser, hoffe ich. Nächster Punkt, das ist der gleiche negative Punkt wie beim Soul EV, das sind diese 15.000 Kilometer Inspektionsintervalle. Die braucht es einfach nicht. Die braucht es einfach nicht, die sind völlig umsonst, also wenn es nur umsonst wären, völlig umsonst sind es nicht, da musst du ja dafür zahlen, aber eigentlich nicht nötig. Das sage jetzt nicht bloß ich als User, als normaler Autofahrer, der sagt natürlich öfter mal, das brauche ich jetzt nicht und dann braucht es trotzdem. Aber das hat selbst derjenige vom Autohaus gesagt, naja, 15.000 Kilometer, was ist denn da groß? Da ist ja nichts zu machen und eigentlich braucht es die nicht. Das stimmt wirklich. Dann als Negativpunkt habe ich die Klimatisierung, ebenfalls wie beim Soul EV, wenn ihr das Video gesehen habt. Nicht die Klimaanlage selber ist schlecht, überhaupt nicht, sondern das System, was die verbaut haben, und zwar, wenn man das Auto im Winter vorklimatisiert, das heißt, wenn man in ein warmes Auto einsteigen will, ist es das Problem, dass das nur funktioniert, wenn der Stecker drin ist. Das lasse ich mir wirklich eingehen, eventuell noch beim Soul EV mit der 30 Kilowattstunden Batterie, weil die einfach sagen, da ist die Kapazität vielleicht nicht da, was so nicht stimmt, die ist natürlich da. Wirklich von der Kapazität her überhaupt kein Problem, aber da geht es eben nicht. Ich weiß nicht, ob es dann neue kann mit der App-Anbindung, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob der da schon was erfahren hat, ob der das kann oder nicht. Ansonsten nur Klimatisierung, Vorklimatisierung, wenn er angesteckt ist. Und das finde ich halt einen völligen Schwachsinn. Weil wenn du in der Arbeit stehst, am Parkplatz und dann in der Mittagssitze einsteigst, könnte er natürlich schon vorklimatisiert sein. Das wäre natürlich ganz toll. Oder im Winter natürlich könnte er vorgeheizt sein. Wäre natürlich gut. Finde ich. Ein weiterer negativer Punkt ist der Hauptscheinwerfer, also das LED-Licht. Er wird ja mit LED-Licht verkauft und es ist ja eigentlich oft einmal ein Kaufargument für viele Leute. Mensch, der hat ein Voll-LED-Licht, toll, muss ja ein gutes Licht sein. Und ich finde es für ein LED-Licht schlecht. Ich finde das Licht jetzt nicht ganz schlecht, aber wir haben vorher einen VW Polo gehabt, auch mit Voll-LED-Scheinwerfer. Und selbst die waren besser. Und beim Soul EV gibt es keine, also beim Vorgänger, also den ich habe, bei dem aktuellen gibt es ja auch mit LED, Voll-LED-Licht. Zwar vorn sind ja die Tagfahrscheinwerfer, das ist nicht das LED-Licht, sondern das LED-Licht ist unten drin. Und
das ist wirklich nicht gut. Es ist fleckig, es scheint zwar schon alles ein bisschen aus, aber was er halt nicht hat, er hat halt überhaupt keinen Hotspot. Das heißt, beim normalen Fernlicht hast du irgendwo 100 Meter, 150, 200 Meter vor dir ein hellerleuchtete Fläche, das hast du bei dem Licht nicht. Also das ist wie das Abblendlicht, bloß ein bisschen höher, aber nicht viel heller. Also das Licht könnte besser sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt, das ist die Dämmung. Man hört es vielleicht im Hintergrund schon, ich fahre jetzt 90, knappe 90. Und das Auto ist nicht wirklich gut gedämmt. Das heißt, er ist um einiges lauter als mein Soul EV, auch wieder das erste Modell. Und das finde ich ein wenig schade, weil vom Preis her ist es ja trotzdem eigentlich jetzt nicht billig, das Auto, aber man hört die Reifen extrem, natürlich jetzt durch die Winterreifen noch mehr als vorher, aber auch die Sommerreifen hört man, den Wind hört man. Ich meine auch immer, dass als wäre das Fenster ein bisschen offen und so, das kann der Soul EV wirklich besser. Warum, weiß ich nicht. Aerodynamisch ist ja der hier besser und deswegen wundert es mich, dass man auch die Windgeräusche ein bisschen lauter hört. Also wenn ich mit dem Auto 100 fahre oder wenn ich mit dem Soul EV 100 fahre, ist das ein großer Unterschied. Leider, aber es ist so. Das, was auch noch schlecht ist, ist das Laden. Und zwar nicht, weil er zu langsam ladet oder weil er schlecht ladet, sondern wenn du das Auto aufsperrst, hast du 30 Sekunden Zeit, deinen Ladestecker entweder anzustecken oder rauszuziehen. Wenn du es nicht machst, verriegelt er wieder, obwohl das Auto offen ist. Also das macht für mich keinen Sinn. Du musst quasi, wenn du hinkommst, das Auto musst du entriegeln und sofort den Stecker rausziehen. Das hat der Soul EV zum Beispiel nicht. Du entriegelst das Auto und der bleibt einfach zum Abstecken bereit, egal wann es ist, ob das jetzt in einer Minute ist oder in fünf Minuten oder innerhalb von einer halben Minute. Ich finde das ein bisschen, ich finde das ein bisschen schlecht. Weil du musst immer erst sofort dann rausgehen und an- und ausstecken, dann steckt es wieder nicht ein und dann lädt er wieder nicht, weil du zu spät dran bist. Das ist ein bisschen ein Zinnober und da hat meine Frau einfach ein bisschen Probleme, gerade am Anfang damit gehabt, weil sie gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, was der jetzt von mir will, weil ich habe doch aufgesperrt und ich kriege den Stecker nicht runter oder kriege den Stecker nicht rauf, weil das einfach, ich weiß auch nicht, das ist Blödsinn, weil wenn das Auto offen ist, warum soll ich dann extra nochmal zusperren, nochmal entriegeln, damit ich den Stecker reinbringe oder rausbringe. Ich finde es ein wenig doof, also das ist nicht gesund gelöst, finde ich. Das war es eigentlich jetzt erst einmal mit den negativen Sachen. Also man sieht schon, das sind jetzt keine großen Sachen, die einen richtig nerven, sondern das sind halt Sachen, die zwar vermeidbar wären, aber jetzt nicht besonders schlimm sind. Kommen wir zu den Vorteilen. Vorteil, der größte Vorteil bei dem Auto, was jedem sofort einleuchten wird, ist die Reichweite. Mit einer 64 Kilowattstunden Batterie kommt das Auto im Sommer, war bei uns in der Anzeige mit ganz lockeren, wir sind nach Berlin gefahren und sind auf der Autobahn gefahren, ganz gemütlich, und haben dann das Auto im Hotel dann aufladen lassen, und in der Früh, als das Auto dann voll war, in der Früh sind wir dann nach dem Frühstück sind wir dann eingestiegen und haben das Auto eingeschalten, und da war die Restreichweite bei 100% waren 510 Kilometer. Obwohl wir auf der Autobahn gefahren sind mit Klimaanlage. Und er rechnet es ja immer aufgrund von dem letzten User-Profil, und da sind wir auf 510 Kilometer gekommen. Und das ist schon richtig gut. Das hat schon fast, bevor jetzt wieder schlecht die Leute wieder schlechte Kommentare abgeben, fast schon Verbrennerniveau. Muss man schon sagen. Das ist schon mal sehr gut. Dann kommt, es ist ja trotzdem, also er heißt ja Crossover, aber eigentlich ist es ja ein kleiner SUV. Einer nicht ganz so großer SUV, der im Crossover-Segment ist. Das heißt, der ist, wenn du das Auto neben einem Golf hinstellst, neben einem Golf 7, ist das Auto eigentlich
nicht viel größer. Er ist es ein bisschen höher, aber nicht viel. Der Golf Plus ist höher. Und deswegen sehe ich jetzt den nicht unbedingt als SUV, Crossover. Ja, es ist ein bisschen ein höheres, normales Kompaktklasse, würde ich jetzt mal sagen. Und für das hat er eine richtig gute Effizienz. Weil ich habe jetzt einmal geschaut, wir haben jetzt ein bisschen über 17.000 Kilometer drauf. Meine Frau fährt das Auto zu 98% grob auf der Autobahn. Sie fährt einen Kilometer oder 1,5 Kilometer zur Autobahn, fährt dann Autobahn bis zur Arbeit und dann von der Autobahn runter ungefähr nochmal 1,5 Kilometer. Und dann ist sie in der Arbeit und natürlich wieder zurück. Das heißt, das Auto wird größtenteils auf der Autobahn bewegt. Also ich habe jetzt gerade geschaut, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 16,8 Kilowattstunden. Jetzt kann sich das jeder ausrechnen, je nachdem, was er für einen Strompreis hat. Sein Strompreis ist ja wurscht, von 26 Cent vielleicht oder 27 oder 28 Cent mal 16,8. Das ist das, was er dann auf 100 Kilometer im Winter verbraucht. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Dazu muss man sagen, dass meine Frau im Schnitt so 115, nein, nicht im Schnitt, also im Schnitttempo sind es 115, sondern sie hat ein Tempomat auf 115 stehen und fährt halt einmal schneller, weil sie einen LKW überholt oder manchmal langsamer, weil eben ein LKW vor ihr fährt und sie nicht überholen kann. Schnitt weiß ich jetzt nicht genau, aber Tempomat auf 115, recht viel schneller kannst du in der Früh auch nicht fahren beim Pendeln. Dementsprechend sind 16,8 Kilowattstunden im Schnitt eigentlich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich schon. Die Effizienz ist definitiv besser. Mein Soul EV würde mit dem Verbrauch niemals hinkommen. Für so ein verhältnismäßig hohes Auto mit so einer Stirnfläche von vorne ist es natürlich schon nicht schlecht. Weiterer guter Punkt ist die Multimedia-Anlage. A, weil das ganze System schneller reagiert als vom Soul EV. Wiederum immer nur von meinem gesprochen, vom neuen eben noch nicht. Den bin ich zwar mal kurz gefahren und selbst da habe ich gemerkt, dass einfach das Multimedia-System besser ist. Um einiges besser, um einiges schneller. Die Auflösung ist ein bisschen besser, die Farben sind ein wenig schöner. Und das merkt man. Dann, was noch sehr gut ist, ist der Klang. Also, es ist natürlich kein High-End-System, was da verbaut ist, aber das System ist von Kröll und man merkt schon einen großen Unterschied zum normalen Multimedia-System. Der Sound ist um einiges besser. Ist jetzt nicht der beste Sound, auch wenn die Sonne jetzt da reinblendet, ist nicht der beste Sound, aber er ist schon mal nicht schlecht. Er ist laut, er ist kräftig, der hat einen kleinen Subwoofer hinten verbaut, das merkt man, das kriegt man mit. Und also der Sound, man kann damit richtig gut Musik hören, ohne dass er so schnell an die Grenzen kommt, wie jetzt zum Beispiel beim Soul EV, bei meinem. Die Klimaanlage ist sehr gut, das habe ich ja beim Soul EV auch gesagt, aber das ist ja normal beim E-Auto, dass selbst bei kaltem Wetter, wenn man das Auto einschaltet und die ersten 500 Meter fährt oder keine Ahnung, maximal einen Kilometer, dann kommt schon wacherl warm, kommt es dann schon aus die Düsen raus. Ist hervorragend, die Heizleistung ist wirklich gut. Die Leistung, er verbraucht halt weniger, weil er eine Luftwärmepumpe verbaut hat, so wie in meinem Haus. Und wenn er mal den Level hat, von der Temperatur her, und dann einfach nicht mehr heizen muss, sondern einfach nur noch halten muss, dann hast du auch fast keinen Reichweitenverlust in der Anzeige. Muss man ganz ehrlich sagen, ist wirklich klasse, hervorragend. Weiter, was gut ist, das sind die Assistenzsysteme, die er hat, also Spurhalteassistent und automatischer Tempomat, das automatische Fernlicht, was er hat, also Lichtassistent hat er auch am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran, vor allem wenn man auf der Landstraße fährt und 100 einstellt und vor allem fährt dann einer langsamer, dann fährt er halt einfach dem hinterher mit einer Geschwindigkeit von dem, was der Vordermann fährt, und wenn der abbiegt, dann gibt er wieder von selber Strom und dann kannst du wieder ganz locker weiterfahren. Eigentlich kannst du, was du nicht sollst, kannst du die ganze Zeit die Hände vom Lenkrad nehmen, weil alle 20 Sekunden oder 30 Sekunden sagt er dann, hey bitte die Hände ans Lenkrad. Aber das ist ja bei jedem momentan so, weil autonomes Fahren geht noch nicht. Und also wird wahrscheinlich schon gehen, aber es geht halt versicherungstechnisch nicht. Aber das macht er ganz gut. Am Anfang musste ich ein bisschen daran gewöhnen, dass er
immer ein bisschen lenken, also die Lenkung unterstützt er. Das heißt, du musst am Anfang denkst, wo lenkt er denn hin? Aber das merkst du sofort, dass der halt einfach nur der Spur entlang fährt. Und er fährt hier ein bisschen anders, als du fahren würdest. Aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran und das passt eigentlich dann auch sehr gut. Also die sind eigentlich verhältnismäßig gute Systeme, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das war es jetzt eigentlich erst einmal. Ich würde sagen, das waren jetzt für mich die herausragenden Sachen oder die Sachen, die er nicht so gut macht. Was denkt ihr drüber, wenn ihr einen habt? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder sagt ihr, das, was er jetzt da als Minus angesehen hat, das sehe ich jetzt gar nicht als Minus. Ich finde was anderes viel schlimmer. Dann schreibt es mir in die Kommentare, weil nur das hilft Leute weiter, die im Endeffekt sich zum Beispiel für dieses Auto interessieren. Oder vielleicht sogar für die E-Mobilität allgemein. Weil man kann auch sehr viel von dem Auto auf andere münzen. Was Antrieb betrifft, Leistungsentfaltung. Leistung ist bei dem mit 204 PS und 400 Newtonmeter auch sehr gut, aber eigentlich brauche ich das nicht. Mir hätte mit 150 PS oder von mir aus 136 PS auch völlig ausgereicht, aber du hast da die große Batterie nur mit einem großen Motor gekriegt und das finde ich ein wenig schade. Ich hätte ihn wahrscheinlich mit weniger PS genommen. Aber ne. Wenn man den große Kilowattstunden, also 64 Kilowattstunden wollen, muss man halt diesen 204 PS nehmen. Finde ich ein wenig schade. Das war's. Viel Spaß. Ich werde noch ein Video machen zwischen Weihnachten und Neujahr, aber ich wünsche euch frohe Weihnachten. Habt ein schönes Fest. Habt eine Stadezeit. Resettet ein bisschen. Das werde ich auch jetzt machen in dieser Zeit und gehabt euch wohl. Servus sagt locker, euer Volker.